Beim Zauberberg sind wir, wie der Name schon sagt, auf einem magischen Berg. Die Kinder spielen kleine Zauberlehrlinge und wollen denen helfen, den Berg herunterzukommen. Es gibt am Fuß des Berges warten nämlich der Zauberer Balduin auf sie, der sie unterrichten möchte. Leider sind da aber auch Hexen, die zum Balduin möchten. Und so entsteht ein magischer Wettstreit, also ein Wettlauf zwischen Zauberlehrlingen und Hexen. Jetzt ist der Zauberberg bewaldet und da ist das auch nicht so einfach, die Wege alle zu finden. Und wir sind auch ungeduldig und wollen schnell runter. Also fragen wir die netten Irrlichter, die in dem Wald wohnen, ob sie uns den Weg weisen können. Das heißt, wir ziehen aus dem Murmelbeutel eine Kugel heraus und lassen die, weil der Berg schräg steht, in eine der oberen Öffnungen reinrollen. Und sobald die auf eine Figur trifft, gucken wir, was hat das Irrlicht für eine Farbe, das ist rot. Und dann bewegt sich die getroffene Figur auf das nächste rote Feld auf dem Waldpfad. Leider ist aber auch das Problem, dass auch die Hexen sich weiter bewegen dürfen, wenn sie von einer Kugel getroffen werden. Das heißt, die Kinder müssen ganz genau schauen, wo sie die Kugel einsetzen, sodass sie eine möglichst geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Hexen treffen und gleichzeitig aber auch möglichst viele Zauberlehrlinge treffen, damit die schnell den Berg hinunterkommen. Beim Zauberberg sind Kinder und Erwachsene immer auf dem gleichen Level, weil letztendlich ja keiner weiß, wie die Kugel rollt. Und der die Kugel gezogen hat, bestimmt. Also kann der sich zwar Tipps holen und Ratschläge, aber letztendlich ist das Kind, was die Kugel gezogen hat, das entscheidet auch, wo es reinkommt. Die anderen sind dann lediglich Berater in diesem Fall. Aber trotzdem wird beraten bei dem Spiel und beraten und beraten. Das macht es auch so Spaß, das von außen zu beobachten, dass Kinder halt Wahrscheinlichkeitsexperten plötzlich werden. Die Kinder gewinnen, wenn sie mit einer bestimmten Anzahl an Zauberlehrlingen den Fuß des Berges erreicht haben und beim Balduin angekommen sind. Verlieren tun wir, wenn eine bestimmte Anzahl an Hexen den Fuß des Berges erreicht. Beim Zauberberg ist der Einstieg sofort da. Denn allein, wenn die erste Kugel rollt, wissen Kinder danach sofort, was das Spiel von denen will. Es ist alles komplett für die logisch nachvollziehbar. Da sind die kleinen Irrlichter und die weisen einem den Weg und sobald die Figur getroffen wird, bewegt die sich weiter. Es ist also gar nicht, die Kinder müssen gar nichts großartig lernen. Man kann das innerhalb von einer Minute, man hat es super schnell aufgebaut, das ist alles sehr übersichtlich gemacht, super stabil gemacht. Zauberberg ist ein kooperatives Spiel bzw. wahlweise auch kompetitives Spiel für Kinder ab 5. Wobei da auch gut jüngere Kinder mitspielen können, weil es einfach vom Einstieg her sehr, sehr einfach ist. Gleichzeitig ist es aber auch sehr aufregend, hat sehr viel Aufforderungscharakter. Der Zauberberg ist eins der drei besten Kinderspiele des Jahres in diesem Jahrgang, weil es genau das hat, was wir von Spielen wollen. Es hat einen sehr, sehr schnellen Einstieg, es hat einen ungewöhnlichen Mechanismus. Wir haben zwar oft schon was mit Murmeln oder Kugeln gehabt, aber in dieser Form gab es das bis jetzt noch nicht. Und da merkt man halt, dass man mit dem Zauberberg ein sehr schönes, gut getestetes, redaktionell super gearbeitetes Gesamtpaket hat.